Hallihallöchen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Das zweite Adventsvideo steht an und heute wieder gemeinsam mit dem Crocodile Andy. Servus! Uhu. Das zweite Adventvideo? Ist doch gar nicht der zweite Advent. Was erzählst du eigentlich? Natürlich das zweite Adventsvideo. Wir sind in der Adventszeit und wir machen das zweite Video. Zweite Adventvideo. Alles klar. Aber wenn, heute ist der 14. Genau, Dezember, das musst du schon klarstellen. Dann ist, heute ist der 14., genau. Und dann ist heute aber ein Samstag, gell? Dann ist morgen der tatsächliche zweite Advent. So. Boah, du bist voll der Profi. Das ist die Tage meist. Ich hoffe, ich habe ja, mich was nicht machen geirrt. Wir hier eigentlich? Ja, was machen wir hier eigentlich? Genau. Für die, die nicht direkt von Crocodile Andys Kanal kommen und dort gesehen haben, wie wir angefangen haben, diese Heißluftballons zu bauen. Wir bauen Heißluftballons. Genau. Yay! Und ihr baut einen. Genau, der Andy hat hier schon einen kleinen gebaut und der hat gemeint, er macht jetzt noch ein bisschen Detailarbeit. Ah, genau. Oh, und Gast. Wir haben natürlich noch einen Überraschungsgast dabei. Der Champ. Tatsächlich bin ich nur eine Schneemaschine, beachtet mich gar nicht. Also, ich wollte unbedingt schon eine Schneekanone haben. Ja. Muss man bei der Schneekanone Wasser nachfüllen? Ja, oder wahlweise auch Bier oder Glühwein. Glühwein. Wie die Leute hier in unserem Video gesehen haben, funktioniert Glühwein recht gut, ne? Sag nur 9. Dezember. Hm? Was? Was? 9. Dezember? Das war ja schon, stimmt. So schnell geht es. Okay, Kaposa, erzähl uns, was du gemacht hast, damit alle Leute auch wirklich wissen, was sie verpasst haben. Und also, dann würde ich sagen, geht's direkt munter weiter. Nun ja, nicht allzu viel. Genau, ich habe einfach hier den kleinen Heißluftballon angefangen, ein bisschen mit der Wolle rumexperimentiert und ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie das Ganze zu einem Ende kommt. Ich weiß, du musst immer aufpassen, dass du dich nicht in die Wolle kriegst. Oh Mann. Oh, Cave Sounds. Okay, also ich bastel jetzt einfach in Ruhe weiter und ich komme dann einfach zur Unterstützung, wenn ich hier rum bin mit dem Ding. Genau. Ich möchte noch so ein bisschen Details dran zimmern, aber bin mir noch nicht so ganz sicher, wie und was da am besten geeignet ist. Sandsäcke braucht man. Immer Sandsäcke. Die habe ich noch gar nicht gemacht. Wie machst du die? Du machst die da unten mit so Sandstein, gell? Ja, wahrscheinlich. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, weil mein Heißluftballon ist schon... Oh nein. Ist schon arg. Ich glaube, ich muss die Sandsäcke echt weglassen. Das hat geleckt. Ich glaube, das ist too much. Es schneit. Nein, es eist. Es hagelt. Durch den Hagel. Ah. Blizzard. Blizzard. Was mache ich denn? Vielleicht wissen ja die Zuschauer vom Kubosa, dass ich beim letzten Mal in die Aufnahme reingeplatzt bin. Und da habe ich ja nichts gesagt und bin ganz schnell wieder verschwunden. Das war nicht weil ich keine Lust auf ihn hatte, ich wollte nur nicht stören. Deswegen bin ich jetzt nochmal da und sag Hallo, Grüße an alle. Ist auch nur nett, ist auch viel anständiger. Leute. Ja. Ich habe übrigens einen Notausstieg aus meinem Heißluftballon. Also wenn man hier so steht und dann brennt der Heißluftballon oder so. Und man würde abstürzen, dann kann man das sofort vermeiden, indem man einfach die Klappe aufmacht. Und dann geht's einem gleich viel besser. Dann geht's einem gleich viel besser. Vorausgesetzt, so. Es gibt Tiefschnee. Apropos Schnee. Wir haben doch im letzten Video die Frage aufkommen lassen, ob denn Schnee geräumt wurde. Und es gab tatsächlich einige interessante Theorien. Ja, das fand ich auch genial. Das stimmt. Meine Lieblingstheorie bei weitem. Vom Alphabeten. Ich bin mir nicht sicher, ob erstmal, ich glaube schon, mit dem, dass es sowieso so arg stinkt. Ja, die Leute waren froh, wenn ich dachte, das war der Alphabet. Ja, da musste ich schon wirklich lachen, als ich das gelesen habe. Das war gut. vielleicht für alle, die den Kommentar nicht gelesen haben. Also die Frage, die wir gestellt haben, ist, wie haben die das eigentlich früher gemacht? Haben die Schnee geräumt? Wie lief denn das ab? Dann haben wir gesagt, die Frage geben wir einfach mal an die Zuschauer weiter. Und dann kamen echt die interessantesten Kommentare, unter anderem eben vom Alphabeten, der Satz, die Leute haben wahrscheinlich gar nicht geräumt, weil sie froh waren, dass der Gestank unter der Schneedecke verschwunden ist. Und ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, wenn man mal logisch drüber nachdenkt. Ja. Weil früher hatten die ja kein Kanalisationssystem etc. Ne? Das war alles ein bisschen komplizierter. Okay, ich glaube, ich bin hier weitestgehend Ruhe ums Eck. Ich glaube, es wird nicht mehr so viel detailreicher. Ich könnte auch überall jetzt Laternen an das Ding hinhängen. Könnte cool ausschauen. Ich wüsste jetzt wirklich genau wo. Oh, cool. Das habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen. Schaut echt schön aus.
Ja, aber sowas wäre echt nicht so doof. Aber wenn du Platz findest, macht das echt auch. Das ist nämlich gerade, wenn wir hier die Weihnachtslandschaft machen, wir machen ja auch den Nachtcheck am Ende vom Video. Ob es leuchtet, dann sieht man. Stimmt schon, ich habe für den Nacktcheck habe ich noch eine Idee. Für den Nacktcheck. Was? Den hat keiner gesagt. Haben wir den Nacktcheck auch bei der Schule gemacht? Nee, nicht so ganz zwingend, ne? Oh nein. Ich habe zum Kapuzer heute schon gesagt, bei der Schule hätten wir am Dach hätte man noch ein bisschen feilen können, glaube ich. Das ist noch ein bisschen zu Standard, ne? Wenn wir ehrlich sind. Ja, auch bei der Wand. Also es war ein bisschen zu groß. Ja, wir hätten echt noch ein bisschen. Da können wir noch Detailarbeit reinfließen lassen, wenn wir ehrlich sind. Aber die. Ja, kleiner hätte die es ja nicht bauen können. Nee, wir brauchen ja den Raum. Genau. Oh, ihr seid die ganze Zeit so ein bisschen. Es leckt so ein ganz bisschen. Ich hoffe, man versteht trotzdem alles. Ja. Sonst schicke ich dir einfach. Ah, nee, ich hab ja nicht mitgeschnitten. Sonst hätte ich dir die Sounddatei schicken können. Dann hättest du das machen können. Ja, so, eigentlich verstehe ich euch gut. Sehr schön. Also, jetzt muss ich noch meinen Passagier hier reinbauen und dann kann. Aber dann muss ich sie wieder umbauen. So. Da. Passagier. Oh, wir müssen auch noch Villager und so, ne? Theoretisch. Was müssen wir? Dorfbewohner müssten wir hier irgendwo noch. Mal siedeln lassen. Also mal vielleicht ganz am Ende. Yep. Okay. Mir das geklappt. So. Okay. Ist das hier eigentlich, das ist der Korb, ne, bei dir? Mhm, das ist ganz schön eng, gell? Ich überlege gerade, wie man das noch größer machen könnte. Der ist aber mini. Ich habe mir überlegt. Also, wenn einmal so und jetzt von innen mit Trapdoors hier nach außen klappen. Ja. So. Oh geil, wenn du schnell genug bist, bleibt sogar der Bilderrahmen. Das ist ja fancy. Jetzt musst du dir nur überlegen, dass es hier unten noch gehalten wird. Also entweder dann so. Ah, das geht dann wegen der Trapdoor nicht. Jetzt wird, genau, wenn es jetzt realistisch wäre, dann wird es ja einfach runterflutschen. Ups. dann müsste man vielleicht die Zäune hier wieder zu. Oder man macht hier. Ah, oh, nee, das geht natürlich nicht. Man kann natürlich. Dass du da ganze Blöcke reinsetzt in irgendeiner Art und Weise. Entweder unten dran. Ah, der Champ. Wer arbeitet da? Der Krug. So. Oder man macht es so. Genau. Ja, genau. Ja, oder so, das stimmt, das auch, ne? Und dann. Nein, und schon wieder ein kleiner Leck. Sorry, nochmal, was hast du gesagt? Oh. Hier so eine Treppe in die Mitte, da, wo die ganzen Blöcke jetzt waren. So. Ah, wurde schon gemacht, okay. Sehr schön. Du hast doch meine Idee übernommen. Hallo, wurde schon gemacht. Mensch, Maya. Und diese Dinger zeigen die Flugrichtung des Heißluftballons an. Abwärts. Nach unten. Die müssen natürlich die Richtung ändern, wenn man den nach oben fliegt. So. Okay, jetzt ist hier auch richtig geräumig drin. Nice. Ja, das ist vor allem endlich coole Idee mit den Schildern. Das finde ich richtig gut. Das ist vor allem so ganz anders. Ja, gefällt mir. Ich hätte die richtig gut ausgedacht. Hier oben wurde so halb experimentiert und dann wieder aufgehört. Bei was? Ich mach das mal ganz fertig. Da war einer gefehlt. Genau, jetzt fliegt nur das Feuer. Vielleicht macht man dann so. Jetzt müsste es passen. Stimmt, ja. Okay. Nice. Oder man macht, statt das Feuer fliegen zu lassen, kann man hier die so nach innen machen und dann halten die jetzt scheinbar das Feuer. Ja, aber auch gut. Sieht man sie gar nicht mehr. Naja, Kleinigkeit. Auch gut. Jetzt muss ich mir meinen nochmal anschauen, ob ich bei meinem noch was ändern wollte. Man könnte auch. Ah ja, das probiere ich jetzt nochmal. Das könnte bei mir nochmal ein bisschen für. Das könnte gut ausschauen, schau. Du hast ja sogar Glowstone. Und Banner, Alter. Ja, Banner könnten hier gut passen. Ich weiß nur noch nicht genau, an welchen Positionen man die hinhängen muss. Der Schnee, Mann. Das ist ein bisschen. Das schaut eigentlich ganz cool aus hier unten, oder? Oh ja. Das ist echt cool. Tisch noch cooler ist natürlich eigentlich die Banner. über ihm ist das Feuer. Hoffentlich schmilzt der nicht. Aber das ist praktisch.
Das ist praktisch, weil dann sieht er keine Schneespur, oder? Oh, doch. Wenn man es davon hat. Ja, diese Banner, das muss man sich echt nochmal überlegen, ob man die sinnvoll einsetzen kann. Guck mal, ob bei mir da auch was passen könnte. Das Einzige, was mir einfällt, noch... Ach, was ist denn mit dem Internet? Komm schon, bitte, bitte. Du wolltest noch was sagen. Red du nochmal, weil dich versteht man wahrscheinlich in deinem Video am besten. Was wollte ich denn sagen? Ach so, ja genau. Und zwar dachte ich, vielleicht kann man noch ein kleines Muster außen an den Ding dran machen. Hier gibt's doch noch dieses Blumenmuster. Pattern. Stimmt, ja, richtig. Banner Pattern. Richtig. So, Flower Charge. So. Oh, ein Glowstone. Hab ich noch gar nicht gesehen. Und Black. Schwarzen Farbstoff brauche ich auch. So. Man kann so lange an so einem Bauwerk rumbasteln oder an so einem Flugwerk. Ja. Das war Timing. Also du sagst ja. Gerade was und ich schreie genau richtig nein. Das war bei uns im Unterricht auch. Der eine hat nicht gemerkt, dass der Lehrer gerade was sagt. Und dann sagt der Lehrer, könnt ihr mal ein bisschen leiser sein da vorne? Und er schreit einfach genau in dem Moment zu sein Sitznachbarn so, nein! Und der Lehrer hat gedacht, er hat ihn gemeint, das war eine witzige Situation. Das freut den Lehrer. Das so. Schreit nach einem Schulverweis. Das schreit vor allem nach einer Kommentarsession. Ich möchte unbedingt die Geschichten mal hören von uns, von deinen Zuschauern jetzt in dem Fall. Was war eure lustigste Schulgeschichte? Was ist euch passiert? Da muss ich vielleicht auch eine Anekdote erzählen. Was war das? Was war denn? Cem, du hast doch schon eine lustige parat, oder? Du hast doch gerade oh gesagt, du stehst auch in der Schule. Erzähl uns mal deine lustigste Schulgeschichte. Ein Schwank aus deiner Jugend. Ich hatte zu viele. Ich hatte viel zu viele. Aber ich kann euch was erzählen. Ich habe damals mal einen Eintrag ins Hausaufgabenheft bekommen. Oder in mein Heft halt. Von meiner Englischlehrerin, weil ich gesagt habe, sie könnte kein Bauarbeiter sein. Das musste meine Mutter dann unterschreiben. Die war da sehr angefressen, als ich das gesagt habe. Kannst du uns den Zusammenhang bitte erklären? Weil ich vermute, da gibt es einen Zusammenhang dahinter. Bei unserer Schule wurde renoviert und es waren Baugerüste aufgestellt und wir Kinder haben halt interessiert den Bauarbeitern zugeschaut, wenn die auf der zweiten Etage da draußen an den Fenstern irgendwas gemacht haben. Und da hat einer irgend so einen Gegenstand so vom Gerüst oben so runtergetreten und ist einfach runtergefallen. Mhm. Hat sie erst gesehen, hat gesagt, ach, das könnte ich auch. Und ich, natürlich immer schlau wie ich bin, weiß, wann ich meine Klappe zu halten habe und habe gesagt, das glaube ich nicht. dafür gab es einen Eintrag. Das ist doch noch eine harmlose Geschichte, eine ganz harmlose Geschichte. Ich habe mal einen gelesen, dass jemand, der hatte einen Toaster dabei in der Schule. Man hat den ausgepackt und hat dann getoastet und hat dann einen Verweis bekommen wegen Picknicken im Unterricht. Lol. Okay. Also, wir wollen eure besten Schulgeschichten hören. Wie schaut's denn aus? Oh, du hast den Banner sogar designt. Ja. Das muss ich übrigens noch lernen. Ich muss mich unbedingt mal mit Bannern auseinandersetzen. Ich kann da noch gar nichts. Und da muss irgendwas hin wahrscheinlich. Die haben das, Gott sei Dank, ziemlich idiotensicher gemacht. Früher musste man ja die ganzen Muster auswendig wissen. Und jetzt kannst du die einfach in den Webstuhl legen und dann macht's zack, das richtige Muster. Ja, hast du's drauf. Ja, ich brauche Farbe und Glump und Zeug. Ja, das ist das Nervige. Man hat's. Das wäre cool, wenn im Webstuhl auch noch im Creative Farbe drin wäre. Das wäre wirklich praktisch. Okay, also wir müssen auch noch was tun und das wird uns nicht alles geschenkt. Das ist okay. Kommen wir damit klar. Nein. Tintenbeutel sind schwarze Farbe, ne? Yep. So. Bauen ich überlege gerade. Webstuhl auf, so. Ich überlege gerade, ob ich die Laternen noch ein bisschen random in der Höhe machen soll, so unterschiedlich. Oder ob es so ein Muster bleiben soll. Aber ich glaube, ich lasse es so. Das Ding ist, man muss aufpassen, dass man sich nicht zu arg verkünstelt. Und sonst wird man nie zufrieden. Das stimmt, ja. Das ist richtig. So. Und jetzt halt so. Und schwarzen Farbstoff rein. Okay, also da kann man. Und dann brauchen wir irgendwie auch so Bannervorlagen. Das weiß ich auch schon nicht mehr, wie man die erstellt. Weißt du, wie man Bannervorlagen erstellt? Achso, du öffnest dein Creative Inventar und dann gibst du ein
Muster, oder wie das heißt. Also ich glaube, es ist nur in Englisch, da heißt Pattern. Und dann werden dir die 5 vorgeschlagen, die es gibt. Und dann suchst du dir eins aus. Ah, okay. Banner verlagern, Blume. Also Creeper auf Champ. Schädel, Globus, Mojang Logo. Globus, Blume. Jetzt werde ich voll der Banner-Designer. Auf irgendeinem Kanal, ich weiß wirklich nicht mehr, welcher das war, habe ich mal gesehen, wie jemand mit Banner eine Orgel gebaut hat. Ja, man kann echt verrückte Sachen machen. Das sah auch richtig authentisch aus danach. Da war ich wirklich baff. Weil Orgel, also ich habe schon ein paar Mal eine Kirche gebaut in Minecraft oder Kathedrale eher größer. Und dann immer bei der Orgel sitze ich da und denke mir, okay, und jetzt soll ich die Pfeifen aus Zäunen bauen oder wie? Aber mit Bannern sieht es echt cool aus. Oh nein. Also wirklich cool ist das Banner nicht. Was ist da erstellt? Häng's jetzt trotzdem mal auf. Das war gar nicht so leicht, okay. Aber es ist, zeige ich es mal. Ausbaufähig. Gut, danke dafür. Danke für nichts. Wir überlegen uns neu. Okay, so, dann schauen wir uns mal deinen an, oder? Oder bist du bei meinem? Wir sind bei meinem. Fangen wir bei meinem an. Dann fangen wir bei deinem an. Meiner ist klein, niedlich. Ich habe genauso gut angebraucht wie du für deinen großen. Habe eine Menge Detail reingeklatscht. Ich bin mit dem Ballon noch ein bisschen unzufrieden. Der könnte ein bisschen größer sein. Wenn man schräg drauf schaut, ja, es ist erst ein bisschen zu schmächtig. Aber er sollte ja auch was Kleines werden. Deswegen so ist es, ja. Wie es ist. Sehr holzlastig. Kann man vielleicht ein bisschen weniger machen. Es ist, wie es ist. So viel zu meinem Ballon. Klein. Und ich habe einen Passagier, den Schneemann, der darf mit mir mitfahren. Ne? Oh ja. Daran habe ich nicht gedacht. Meiner fliegt auf Autopilot. Was wolltest du sagen, Champ? Ich hab dich voll sweet. Guck mal, darf ich dir die Idee kurz einmal zeigen? Ja, natürlich. Guck mal, ich hatte hier ganz kurz noch so eine Idee, ob man das so noch als Fassung dazu machen könnte. Ja, ich finde es ziemlich gut, aber ich habe im Moment die Bedenken, dass es einfach zu viel Holz ist. Okay. Dann hebt es dann ist nicht, zu viel Holz hebt eben. Dann nicht mehr ab. Man müsste es vielleicht nochmal, man müsste das ganze Konzept nochmal umschmeißen, weniger Holz oben und dann passen die Schilder besser, aber ich würde es jetzt erstmal so lassen und vielleicht kann man irgendwann mal copy-pasten und dann rumzuholen. Also mir gefällt deiner gut, Körper. Ziemlich cool. Also eine Sache hätte ich anders gemacht. Okay. Ich hätte das Ding hier, wo das Feuer drin ist, 2 Blöcke tiefer abgehängt und den Korb dafür, dass alles ein bisschen weiter runterrutscht, dass es ein bisschen mehr da unten hängt. Damit es gestreckter ist, ja. Das habe genau, ich auch gedacht. Aber ansonsten finde ich mag das, wie das hier so runterhängt. Mag die Banner, die du eingebaut hast. Das bisschen Holz ist auch ganz nett. Das kann man sicher noch ein bisschen mehr, weiß ich nicht. Könnte man vielleicht noch ein bisschen geschickter machen. Aber es ist an sich, finde ich, schon echt ziemlich cool, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Tja, das mit dem Holz, das war auch ein ganz neues Wagnis, sag ich mal. Ja, aber gefällt mir gut. Noch nie Heißluft verlangt. Dankeschön. Tja, normal wird man eine Führung machen, aber viel zu führen gibt's nicht. Ja, genau. Das war's auch schon. Wieder aussteigen. Genau, dann wollen wir uns mal irgendwo reinkuscheln. Wir kuscheln uns zu dir. Wir haben bei mir angefangen, jetzt kuscheln wir uns zu dir, komm. Ah, das ist doch gut. Tim, magst du mitkuscheln? Du darfst mitkuscheln, wenn du möchtest. Juhu! Du hast den Ballon ja auch signiert. Irgendwas Freches musste ich ja machen. Okay, wo schauen wir hin? Welche Richtung? So. Ich liebe Gruppenfotos. Für genau diesen Moment wüsste ich gern diese Rede von Dumbledore auswendig aus dem ersten Teil. diese 3 Wörter, die er sagt. Der Joe hat es letztes Mal fast gut hinbekommen. Na gut, weil ich es leider nicht kann, sage ich einfach nur, cool, dass ihr dabei wart, cool, dass ihr es euch angeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und abonnieren, liken, gerne, kommentieren fleißig. Genau, wir haben ja ein paar Themen, die ihr gerne in den Kommentaren ansprechen dürft, wie zum Beispiel eure witzigsten Schulgeschichten, und da bin ich wirklich gespannt. Genau. falls noch nicht geschehen, schaut natürlich das erste Video beim Andi und auch all die anderen Videos, die ihr in der Playlist findet. Und ganz in diesem genau. Sinne, sage ich mal, wir haben keinen Nachtcheck gemacht. Egal. Ja. Sehen wir in irgendeinem anderen Video, aber es schaut so schon ganz cool aus. Danke, Champ. Oh ja. In diesem Sinne. Tschüss. Tschö mit Ö.